Hier sind überall normale Schlüssellöcher. Und ich hätte jetzt gedacht, hier passt dieser Schlüssel rein, aber irgendwie nicht so. Eine runde Aussparung. Runde Aussparung? Passt das Ding da rein? Nee, ne? Nee, irgendwie nicht. Hier auf das Zahnrad auch nicht. Da oben haben wir eine sternförmige Aussparung. Also hier 5 und 7 ist irgendwie total klar. Nur der Rest halt nicht. Ein S. Aber wir haben ja kein S oben. Da werden da irgendwelche Worte draus. Auch nicht so wirklich. Aber wir können auch so weiter nach unten. Aber da wird auch aus nichts eine Zahl. Außer da die 7 halt. Oder hier eine verkrüppelte 5. Wir hatten doch irgendwo auch Buchstaben, oder? Hier hatten wir doch Buchstaben. Steht jetzt Kaul. Was das heißt, weiß ich nicht. Weikelord. Steht immer überall dieselben Buchstaben. Da geht dann irgendwas auf. Was sagen denn eigentlich die Tipps? Wo soll ich anfangen? Die vier Zahlenräder aus dem Viereck sehen in dem Viereck sehen interessant aus. Ja, das tun sie in der Tat. Aber ich kriege ja keine vier Zahlen zusammen. 5, 7. Könnte auch eine schiefe 0 sein. Oder halt eine 7. Oder eine schiefe 5. Die Zahlenräder lassen sich rein, wie lautet der Code? Ja, genau, das ist ja mein Problem. Genau das ist mein Problem. Lieber Tipp. Ja. Wahrscheinlich kriegt man nicht so schnell neue Hinweise. Hier müssen sich irgendwelche Zahlen verstecken. Es scheint aber keine 7 und keine 5. Das ist fast wieder eine 0, aber nicht ganz. Es kommt auch nicht ganz zu einer 0. Vielleicht sollte ich... Ja, das habe ich doch schon. Ich habe durch das Okular gesehen. Das ist der Nachteil an diesen Tippsystemen, dass nicht schon geguckt wird, was hat man schon gemacht. Das wäre echt mal eine super Erweiterung des Tippsystems, dass schon steht, dass darauf Rücksicht genommen wird, was habe ich schon probiert, dass eben nicht Tipps kommen, die man schon längst gemacht hat. Wie durch das Okular sehen. Hier ist ja überall nichts durchs Okular, ne? Okulane. Hallo, mein Name ist Okulane. Ich komme von den Zeugen Jehovas. Und ich nehme keine Blutspenden an. Ich möchte lieber sterben. Das ist auch keine Zahl. Ah, eine 6! Eine 6! Eine 6! Okay, aber hier rechts war jetzt die 7. Warum habe ich da eine 0 hingemacht? Aber es passiert nicht. Okay, dann ist vielleicht oben doch keine 0. Sondern etwas anderes. So wie ich gerade die 6 gefunden habe, finde ich hier oben vielleicht auch noch eine andere Zahl. Weil die 0, die ist ja schon komplett da. Das kann sie ja nicht sein. Das ist keine 2, das ist eher so ein Pfundzeichen. Das wird eine 0... Eine 2. Schau mal an. Yes, ja. Sauber. Haben wir es geschafft. Was haben wir da drin? Ein Schalter, der das hier öffnet. Uiuiuiui. Okay. Was haben wir da oben? 11. Februar. Meine Forschungen kommen nur langsam voran. Mit diesen stümperhaften Geräten kann ich kaum etwas erkennen. Aber da ist etwas zwischen Erde und Feuer. Das hatten wir doch schon. Kann ich irgendwie umblättern? Okay. Moment, wenn ich das durchs Okular betrachte... Nee. Ich kann irgendwie nicht die Seiten umblättern. So, aber hier, das sieht doch so aus, als müsste hier das Fernrohr draufgelegt werden. Probieren wir das doch mal. Können jetzt irgendwie... Ich muss diesen Apparat zum Lauf bringen, sonst finde ich nichts heraus.
Aha. Es riecht verbrannt. Da ist ein X. Ja, da muss da bestimmt erst irgendwie, was ist das? Gas rauskommen oder so. Sieht aus wie so ein kleines Feuerzeug. Da können wir nicht hin. Da können wir hin. Das können wir aber in keine Richtung aufschieben. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht einfach hier 10-mal hier... Nee, scheinbar nicht. Kann ich hier was aufziehen? Nein. Ah, da haben wir das Zeichen für rechts oben. Sehe ich gerade. Dieses, das da, dieses Kirchensymbol. Jetzt fehlt nur noch das für links unten. Dann hätten wir das auch schon offen. Was natürlich super wäre. Aber wahrscheinlich ist das noch ein Stück versteckt. Kann man hier irgendwas tun? Das sieht wie ein Aufzeichnungsmechanismus aus. Sollte eine Art Schlüssel geben. Passt der da rein? Yes! Okay. Jetzt läuft die Maschine. Aber wahrscheinlich fehlt da jetzt immer noch Feuer. Ja, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte da unten hin. Okay, das Ding läuft. Wir brauchen noch Licht. Wahrscheinlich ist das Licht hier hinter. Und ich weiß nicht, wo das Symbol für links unten ist. Sagt das Okular denn irgendwas hier? Bei dem, was wir eröffnet haben? Nicht so wirklich. Also hier haben wir rechts unten. Hier oben haben wir links oben. Und hier drin haben wir rechts oben. Es fehlt also noch links unten. Ach, da ist links unten. Da ist links unten. Ich würde da gerne ranzoomen. Links unten ist dieses komische Ding. Dann geben wir das mal ein. Ein bisschen aussieht wie so ein Mannequin. Da, nee, doch, das da war's. Was haben wir hier? Ein schwerer gusseiserner Schlüssel. Okay, und das ist kein Knopf. Wollen wir uns den mal angucken. Wo haben wir denn? Wo kann der denn reinpassen, bitte? Passt der hier rein? Nee. Ja, da passt er nicht rein. Hier oben? Wahrscheinlich auch nicht. Hier nirgendwo? Nee. Schwerer gusseiserner Schlüssel. Ich würde gerne erstmal irgendwie Feuer machen, aber dazu muss ich bestimmt irgendwie Gas oder irgendwas anderes erstmal starten. Ich brauche mehr Teile, um diesen neuen Apparat zusammenzusetzen. Da fehlen sogar noch Teile? Was fehlt denn da? Ist hier oben irgendwas? Nee. Da ist noch so eine... Achso, da kommt bestimmt nachher was raus, was ich dann brauche. Kann ich hier irgendwie was dran drehen? Kann ich mit dem Schlüssel irgendwas tun? Nee. Hoch, runter, links, rechts. Da sind Kratzspuren. Okular sagt uns auch nichts. Was machen wir mit diesem Schlüssel? Ich muss nach den Fehlern... Ja, wenn ich wüsste, welche Teile fehlen, dann wüsste ich auch, wonach ich suchen muss. Sternförmig, der hat ja... Der passt ja da nicht rein. Nee, der ist ja nicht sternförmig. Nee. Passt der hier rein? Nee. Da ist was. Da ist was. Was ist das? Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Yes! Das werden wir hier einfügen. Und jetzt nochmal. Ja, jetzt leuchtet es auch. Kann ich jetzt hier durchgucken? Ich muss den Apparat zum... Er läuft doch! Sogar das Feuer ist an. Was denn noch? Ah! Ah! Aha! Aha! Ich sehe nichts. Was ist das? Sehe ich jetzt hier irgendwas? Aha.
Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen, aber ich mit dem Okular wohl was erkennen kann. Ich mit dem Okular da durchgucken. Trial. Achso, Trial. Ich bin gut in Englisch. Trial, okay. Dann geben wir Trial. Oh, was haben... Ah, mit Okular? Mit Okular oder ohne Okular? Was ist richtig? Probieren wir es erstmal ohne Okular. Obwohl, probieren wir es lieber mit Okular. Gut, das in der Mitte kann ich wieder nicht drehen. Das ist gut, glaube ich. So. Wird das so eine Art Totenkopf oder was? Das sieht aus, als hätte der Hörner. So. Und so. Tada! Ein L. Ah, eine Messingplatte mit dem Buchstaben L. Okay, ich dachte, da käme was raus bei dem Buchstaben, aber da muss man sogar noch einen Buchstaben dazu tun. So, das tun wir hier rein. Und schreiben hier Trial hin. Trial. Wo ist A? Da ist A. Eines der Siegel hat sich geöffnet. Noch zwei, dann habe ich's. What the fuck? What the fuck is this shit? Was denn? Kriege ich nicht auf, oder? In diese Richtung vielleicht? Nee. Hat er hier... Ach, da auch ein Scharnier. Ich dachte vielleicht. Aber vielleicht passt da hier dieser Schlüssel rein. Nee, irgendwie nicht so. Passt der da rein? Der hat ja auch oben diese Aussparung. Ja, da passt er rein. Die Form stimmt, aber das Loch ist nicht groß genug. Hä? What the fuck? Was ist das hier? Ich irgendwas tun? Es ist das Stellrad eines Safes, aber es fehlt ein Teil. Okay, wir haben weiterhin nur diesen komischen Schlüssel, der da reinpassen würde, aber es ist zu klein. Also die Form stimmt, aber das Schlüsselloch ist zu klein. Können wir das jetzt eigentlich... Das Auge ist doch aufgegangen. Können wir das denn jetzt hier auch irgendwie auf? Scheint sich nicht zu bewegen. Schade. Ich dachte, da käme jetzt was, weil wir das Auge geöffnet haben. Sind den Füßen noch irgendwas versteckt? Nee, sieht nicht so aus. Da war eine sternförmige Aussprache. Oh, da ist noch ein Brief. Oder Tagebucheintrag. 8. Mai. McAllister hat die Abdrücke aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelement Raum. Nennen das Nullelement Raum oder nennen das Nullelement Raum? Man weiß nicht. Die Hindus nennen es Äther. Und für die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung. Das Reich von Ishtar. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des Sechseck-Symbols. Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten. Überall auf dem Globus. Wer würde da noch behaupten, all das sei törichter Aberglaube? Sobald ich das erste Destillat in Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um eins gestiegen. McAllister hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Okay. Okula. Oh, da ist was. 2E. Wir haben ja kein Schloss mehr, oder? Kann ich da nicht ranzoomen? Kann ich nicht. 2E? Warum 2E? Was soll das heißen? Was soll das heißen, 2E? Der Deckel dieser Kiste sieht aus wie der Rolldeckel meines Sekretärs. Kann ich ihn aufmachen? Ah, schau an. Und jetzt? Was? Was? Hä? Was mache ich hier? Warum mache ich was hier?
Warum ist rot? Müssen die alle gerade sein? Gelb ist auch gerade. Grün auch. Und blau gleich auch. Oh. Blau auch.